Meine Damen und Herren, wir wiederholen. Tico Arriola wurde von der Pelota getroffen. Wir werden in Kürze einen ausführlichen Bericht haben. Bitte bleiben Sie auf Ihrem Platz. Er sagte was von Frank und einem Band und Isabel Batista. Sie hat Morales getötet. Richtig, Isabel Batista. Wir wissen, es ist in Copacabana. Wir brauchen nur die genaue Adresse. Ich hab's. Ruf Verstärkung und sag Castillo, dass Frank Arriola auf dem Weg ist, um sie zu töten. Richtig. Floridian Nummer 1200. Er hat versucht, es mir verständlich zu machen, ohne mir zu sagen, wieso. Sicher haben Sie versucht, ihn zu erpressen. Frank hat wohl versucht, Tico zu decken. Also ich werde nicht zulassen, dass Frank einen Mord begeht für ihn. Bei Herabsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Meilen pro Stunde soll es aufgrund der neuesten Statistik. Er fährt gerade vor. Sag ihm, ich bin gleich unten. Oh, und durchsuche ihn. Ein tödlicher Unfall ereignete sich heute Abend im Fronton von Miami. Näheres hören wir von Reporter Bob Meyer. Eine Tragödie im Sportgeschehen. Der Highlight-Spitzenspieler Tico Arriola wurde heute Abend bei einem außergewöhnlichen Unfall auf dem Spielfeld getötet. Die Palota, der Ball, der beim Highlight verwendet wird, fliegt mit einer Geschwindigkeit von über 220 Stundenkilometern. Er traf Arriola offensichtlich am Kopf. Zu dieser Stunde ist noch nicht klar, wie genau der Unfall passierte. Aber nach erster Begutachtung der Videoaufzeichnung hat man den Eindruck, als sei Ariolas Aufmerksamkeit zumindest für einen Moment vom Ball abgelenkt gewesen. Die nehme ich. Sie warten hier. Miss Batista kommt sofort. Sie haben etwas für mich? Ach, Sie. Der Gewinner ist... Sehr gut. Luis, darf ich dir vorstellen, Frank Arriola. Er ist Ticos Bruder. Führ nach draußen und töte ihn. Was, sind Sie verrückt? Na, was haben Sie denn erwartet? Was? Welche Ironie. Töte ihn. Wir wissen alles über das Band. Hör zu, Mann. Wegen dieser Frau geht mein Bruder ins Gefängnis, verstehst du? Also ist sie erledigt, verstanden? Erledigt! Nein, bitte, ihr Bruder hat das Mädchen nicht getötet. Sie lebt, als Tico wegging. Das schwöre ich, es war von uns so geplant. Ich sage Ihnen, er ist unschuldig, er ist unschuldig! Frank, tu es nicht. Mann, zerstör nicht dein Leben. Eine Zusammenfassung unseres Hauptthemas heute Abend. Highlight-Star Tico Arriola wurde heute Abend während eines Spiels in Fronton, Miami getötet. Offensichtlich war Ariolas Aufmerksamkeit für einen Moment vom Ball abgelenkt gewesen. Dadurch wurde er am Kopf getroffen. Das Fronton von Miami sitzt in großer Stille da und scheint schweigend nachzusinnen über den tragischen Verlust von einem der geliebten Söhne des Highlights. Stehen bleiben!